Gut. Wie viel habe ich? Nur die zwei? Okay. Das geht ja wunderbar. Dann machen wir das hier. Und jetzt ist es schon wieder schwieriger. Jetzt muss ich nämlich gucken. Furchtbar. Furchtbar. Das ist echt schlimm. Das muss doch auch irgendwie schneller gehen, oder? Das kann doch nicht sein. Ich glaube, ich lasse den Rest jetzt erstmal so und schau mal, ob das nicht jetzt auch schon so funktioniert. Aber ich muss noch auf die 30 Grad wiederkommen. Das kann ich gleich machen. So. Was tue ich da eigentlich? So, pass auf, was ich jetzt mache. Ist mir nämlich jetzt zu blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich das jetzt nicht anhand von dem niedrigsten Punkt machen? Feldquelle, so das hier. Doch, kann ich. Niedrigster Punkt. Warte, niedrigster Punkt. Niedrigster Punkt. Geht. Verbrauche ich die jetzt, ist mir echt egal. Das ist mir so blöd gerade. Also, wer sich das hat einfallen lassen. Ja gut, ich habe halt auch sehr im Zickzack gebaut, ne? Also ich habe schon immer so irgendwie. Also ich bin schon auch schuld. Aber so geht's ja jetzt ganz gut. Solange mir die jetzt nicht gleich ausgehen, ist alles okay. 27 Grad. Und ich habe verstanden, dass man einfach immer den niedrigsten Punkt nehmen muss. Das hilft natürlich auch. So. Nee, das hier. Okay, das kann ich jetzt selber noch machen. Oder auch nicht, schaffe ich auch nicht. Ich muss es halt erstmal kleiner machen. Es ist immer noch nicht. Ah, jetzt ist es erst klein. Okay. Anstrengend, ganz ehrlich. Weil man das Anvisieren ist manchmal wirklich einfach scheiße. Da schon wieder. So. Dafür, dass es nur ein Test ist, gell? Oh. Ja, das ist mir jetzt egal. Die Zerbömpel da, die bleiben da. Ich habe jetzt keine Nerven mehr. Ich will jetzt hier einfach nur noch weg. Oh. Halt, da war was Neues. Was Neues. Oh, Gott sei Dank. Oh Gott.
Rankenpflanze, die in einem kühlen, feuchten Klima wächst, bildete sich heraus als Pläum, 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 Pratense sich in zahlreichen Regionen ausbreitete. Okay. So, jetzt aber. Hui! Okidoki. Jetzt bin ich halt am Überlegen. Ich überlege gerade, wie ich es jetzt nochmal wärmer mache, ohne noch mehr Wasser zu produzieren, weil ich ja das Gefühl habe, dass wir ein bisschen zu viel Wasser haben. Die Sonne habe ich schon verbraten. Ich würde allgemein das hier ein bisschen höher machen. Dadurch wird es aber, glaube ich, nicht wärmer, sondern kälter, gell? Schauen wir mal. Ich habe da irgendwie gerade die Fische hochgemacht, das wollte ich nicht. Ich will doch nicht die Fische umbringen. Toll, jetzt schwimmen sie trotzdem noch da, immer da oben. Ich überlege. Diese Flachgewässer brauche ich ja auch. 27. Also, das ist gut. Nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Ich muss wieder nach oben bauen. Nach unten bauen. Ich muss nach unten bauen. Aber wo? Wo soll ich noch nach unten bauen? Ohne, dass ich irgendwie... Habe ich noch so eine Sonne? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe ein Erholungsblatt genommen. Okay. Globale Erwärmung erhöht dauerhaft durchschnittliche Temperatur im Würfel. Kein Erscheinungswinkel. Ah! ...30. Perfekt. So. Jetzt gucken wir mal. Puh, ich bin schon total fertig. Oh Gott, überall Ausrufezeichen. Oh Mann. Ist wahrscheinlich die durchschnittliche Lufttemperatur, ne? Also Tiere gehen rauf, Pflanzen gehen gerade ein bisschen runter. Guck noch mal in den Würfel. Jetzt sind wir auch schon wieder verdächtig nah an der 29. Was schwimmt denn da? Ach, Pilze. Okay. Also ich habe schon das Gefühl, dass es helfen würde, wenn ich weniger Wasser hätte. Obwohl... Das hatte ich ja falsch verstanden. Das Wasser ist natürlich 100% Luftfeuchtigkeit, weil Wasser, nee. Nicht Wasserfeuchtigkeit, nicht Luftfeuchtigkeit, sondern einfach nur Wasser, weil Wasser besteht ja aus Wasser. So. Oh Gott, war das jetzt umständlich ausgedrückt? ich sammle mal dieses Ding hier noch ein. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich hab dich doch gerade gesehen. Da. Fliegt mir schon hinterher. Ich schmeiß noch mal so ein Evolutionszeug. Ich schmeiß sowas auf die Maus. Wo ist die Maus? Die Maus war doch irgendwo hier, oder? Mausi. Mausilein. Jetzt haben wir schon wieder die 30. Das ist gut. Wo ist denn die kleine Maus? Oh, war die nicht hier irgendwo? Ja, die Maus jetzt nochmal zu finden, ist halt echt schwer. Haben wir uns den schon angeguckt? Ja, das war, glaube ich, einer der ersten, ne? War die Maus nicht hier irgendwo bei dem Wasserfall sogar? Ah, warte mal, aber der ist... Ach, da ist die Maus!
Halt! Nicht davon laufen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe Wasser des Lebens auf die Maus drauf. Ich weiß auch nicht, warum. Samen der Mutation. Samen der Evolution. Samen der Mutation. Samen der Evolution. So. Okay. Vielleicht auch gleich noch auf diesen hübschen Fisch. Den finde ich ganz niedlich. Okay, und was ist das hier? Frucht der Erkenntnis, mysteriöser Samen, hat mit Geburt des Menschen zu tun. Nur mit 2 N, ah ja, wenn auf eine bestimmte Spezies angewandt wird. Also funktioniert nur auf einer bestimmten Spezies, oder wie? Funktioniert das auf der Maus? Ja. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich speichere nochmal. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Okay, wir gucken mal. Puh. Und los. Es ist Zeit für die Geburt der Primaten. Diese Spezies hat eine wichtige Verbindung zur Menschheit und von da an zur Zivilisation. Deine nächste Aufgabe ist die Entstehung dieser Spezies. Beginne mit Eosimias. Oh, gleich reingucken. Cool. Ah, es ist cool. Warte mal, wo war die kleine Maus, wo ich gerade war? Vielleicht ist ja genau da was passiert. Kleine Maus. Sieh dich aus, mach dich nackig. Ich will jetzt einen Menschen sehen. Ich sehe hier gerade gar nichts. Außer dieses hässliche Ding hier. Oh. Viel zu hoch. Sieht furchtbar aus. So. Es ist doch relativ viel Neues entstanden. Aber wo? Die kenne ich alle schon. Da ist irgendwas. Ah, nee, den kenne ich auch schon. Da ist noch so eine Maus. Hm. Putzig. Den gefällt's da, aber da gefällt's mir auch. Da würde ich wahrscheinlich auch sitzen. Bei der kleinen Maus. Mhm. Wie ich hier einfach so, oh, so das so löchrig gemacht habe, ne? Aber denen gefällt's, Gott sei Dank. Raptobasileus. Mutierte Adelobasileus verbreitet sich in tropischen Feuchtgebieten. Feuchtgebuten. So. Fehlt mir noch was? Ich wollte es eigentlich genau in die andere Richtung machen. So. Wir sind jetzt bei 30 Grad. Bedingungen für Eosimias. 24 Grad. Ach du Scheiße. Okay. Feuchtigkeit 10 bis 60 minimal. Ein Delta-Teridom ist bereits erschienen. Das habe ich geschafft. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch die 24 Grad irgendwie. Und da bin ich ja eigentlich... Sind die nicht auch neu? Nee. Dann bin ich ja eigentlich hier schon ganz gut. So. Dann machen wir das nämlich hier auch noch höher. Immer erstmal in die falsche Richtung. Grad. Ja klar, wir wollen ja jetzt dann auch irgendwann Menschen haben. Und das wäre viel zu heiß. Also gut, 30 Grad nicht, das haben wir heute auch. Aber bisher hatten wir es auch teilweise schon viel zu heiß. Und 24 ist halt schon mal ein guter Anfang, ne, für die Entstehung. Ja.
kleine Maus ein bisschen höher gemacht. So vielleicht. Eine Schlange. Cool. Ich habe doch gesagt, da ist irgendwie eine Schlange oder so erschienen. Aber die habe ich nicht gefunden. Beinloses Reptil, angepasst an sehr heißes Klima. Jagt die Phydon, wo immer dieser sich vermehrt hat. Und noch was Neues, oder wie? Cool. Eidechse, die sich an kühleren Temperaturen angepasst hat, was Diphydon nicht gelang. Ernährt sich von Deltateridium, ein Spinodon. Spinodon. Und ein Level Up, sehr gut. Oh, jetzt bin ich hier gelandet, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Also jetzt habe ich das hier ein bisschen höher gemacht. Das ist jetzt hier so eine wärmere Bergkette, würde ich mal sagen. Und hier geht es halt noch weiter. Ups. Ja, finde ich gar nicht so blöd. Warte mal. Denn hier kommt jetzt so ein richtiger Berg einfach. Schon wieder sowas, was ich nicht mag. Warte mal. Ja, schaut schon besser aus. Ich mache da jetzt einfach ein paar so nebeneinander. Ich glaube, das wird schöner, als wenn ich da selbst immer versuche, irgendwelche Berge zu gestalten. Grad. 25. Viel fehlt eh nicht mehr. Okay. Vielleicht noch das hier ein bisschen... Nein, hoch, hoch, hoch. Hier. Noch ein paar einzelne hoch machen und dann sollte das auch passen. Da oben schneit es auch schon ein bisschen. Ich will nur unbedingt bei den 24 bleiben, nicht, dass es jetzt wieder runter geht. Mist. Mir gefällt es mit dem Schnee nur so gut. Ich muss jetzt irgendwie nur gucken, dass ich, vielleicht hier unten irgendwas wieder ein bisschen runter mache. Vielleicht hier. Hier geht es eher so steil dann schon hoch. Ah, jetzt haben wir die 24 eh schon. Ich glaube, das ist ganz gut. Ach, das sieht ja süß aus jetzt hier. Dass da sogar noch mal ein bisschen Wasser entstanden ist. So, das finde ich ganz cool. Okay, probieren wir es aus. Hui, ist das jetzt hoch. Okay. Vielleicht gar nicht mal so hübsch jetzt, aber hübsch kommt später. Irgendwas ist entstanden, irgendwas stirbt. Gott. Ach, ja. Aber an sich gefällt mir das sehr gut mit dem Schnee. Es gibt nun eine Menge verschiedene Säugetiere, darunter auch Primaten. Und bald wird es auch weitere Primatenarten geben. Wenn viele von der gleichen glorreichen Spezies geboren werden, kann es zu wegen ähnlicher Vorlieben zu Nahrungsengpässen kommen. Man könnte nun glauben, dass das zum Aussterben führt, aber stattdessen passiert etwas Interessantes.
Es werden sich Spezies entwickeln, die Allesfresser sind. Drypithecus ist eine solche Spezies. Das Leben ist äußerst hartnäckig und die Umwelt ist sein größter Verbündeter. Schauen wir mal rein. Hui! Mal die Sachen einsammeln. Also wir haben irgendwas Neues erschaffen. Das möchte ich mir gern noch anschauen. Vielleicht ist doch einfacher, jetzt so zu fliegen. Aber da sehe ich jetzt auch nichts rosa. Also ich glaube, wir haben es noch nicht erschaffen, aber wir sollen es jetzt erschaffen oder so. Ich bin mir nicht sicher. Seht ihr was Neues? Aber hier sind doch drei rosa Punkte. Hier ist der Fisch. Unser Mäuschen, wollte ich schon sagen, das ist gar nicht das Mäuschen. Das Mäuschen ist da oben. Noch ein Fisch. Okay, was ist die Aufgabe? 24 Grad Feuchtigkeit und wir brauchen noch mehr Eosimias. Okay, das bedeutet eigentlich abwarten und Tee trinken. Aber hier denke ich, ist nichts. Das ist wahrscheinlich einfach rote Punkte und ich sehe die nur gerade so rosa. Hoppala. Wir können ja einfach mal abwarten und schauen, was passiert. Ein Andrews Arcus oder so. Aha. Da sind noch mehr von den Eosimas. Vielleicht finde ich die dann auch das nächste Mal besser. Das nächste Mal, ja, ich habe schon verraten. Für heute ist leider Schluss. Ich lasse den Bildschirm wie immer noch ein bisschen laufen. So, als Abschluss. Oder auch nicht, wir haben es schon geschafft. Eine Lebensform, die alles fressen kann, hat einen großen Vorteil, wenn es ums Überleben geht. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass ihr jemals die Nahrung ausgeht. Trotzdem gibt es in dieser Welt immer noch keine Zivilisation. Solange es noch nicht viele Lebensformen in der Natur gibt, gibt es auch nicht viel zu essen. Um weiterzukommen, brauchst du mindestens 94.000 Drypithecus. Wenn du das Terrain veränderst, solltest du in einer Umwelt arbeiten, die diverse Pflanzen und Tiere unterstützt. Okay, das machen wir dann das nächste Mal. Wir können uns den noch kurz angucken, den wir da gerade erschaffen haben, wenn ich ihn dann überhaupt finde. Und dann ist gut für heute. Boah, ich sehe gar nichts. Da ist was Rosanes. Irgendwo hier ist rosa. Sieht aus wie ein kleiner Hund. Oder ein kleiner Wolf. Vielmehr. Ein kleiner Wolf. Ah, cool. Großes Säugetier, das einige Zeit nach Deltateridium und Eosimias auftauchte und sich verbreitete. Schön. Hoffentlich wird er jetzt nicht gleich aufgefressen. Und hier sind, glaube ich, Affen. Kleiner Primat, der entstand, als die Welt sich abzukühlen begann, erschien nach der Ausbreitung von Deltateridium. Ach, ist das süß. Den haben wir schon, oder? Den kennen wir schon, ja. Okay, gut. Dann aber jetzt. Lassen wir das hier noch laufen. Nächstes Mal wissen wir, was wir zu tun haben. Ich sag wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!